Ja, herzlich willkommen zum neuen Video diese Woche. Es geht um das Thema Zehenfreiheit in Barfußschuhen. Und wir wollen einfach mal einige Modelle untersuchen auf das Thema Zehenfreiheit. Dafür habe ich euch zwei Einlagen mitgebracht. Hier, das ist eine herkömmliche Einlage. Und euch fällt sicher schnell auf, dass hier im Vergleich zu der Barfußeinlage, dass hier der Zehenfreiraum nicht wirklich gewährleistet ist. Das heißt, es ist für einen Fuß gefährdet. Also der ist eben für diese Einlage ist für herkömmliche Schuhe, wo im Grunde die Zehen vorne sehr stark zusammengepresst werden. Und das ist natürlich auch das, was nachher Fußdeformationen hervorruft. Wenn Schuhe vorne zu eng sind, dann können Hallux Valgus entstehen und so weiter und andere Fußdeformationen. Es wirkt sich also auf die Muskulatur des Fußes aus und die Zehen können auch nicht beweglich bleiben, was sich negativ auswirkt. Hier haben wir eine Fußeinlage, die ich selber mal gefertigt habe für meine eigenen Wanderschuhe. Wir werden jetzt auch demnächst bei Tarasols Barfußeinlagen fertigen. Darüber mache ich dann noch mal ein Video, wenn es soweit ist. Und hier seht ihr, da habt ihr viel mehr Zehenfreiraum. Wichtig ist zu beachten, dass ihr sowohl am großen Stützzeh, ich sage jetzt mal den großen Onkel, nenne ich großen Stützzeh, dass ihr hier wirklich Freiraum habt und dass ihr hier hinten auch, dass die Zehen sich also optimal ausdehnen können. Und das können sie nur bei den allerwenigsten Schuhen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Modelle zeigen, die für schmale Füße sind und Schuhe, Barfußschuhe, die für breite Füße sind. Und ich fange jetzt als erstes mal an mit meinen allerersten Barfußschuhen, die ich hatte. Das ist der Leguano Barfußsocken. Das ist hier so noch so ein schönes altes Wollmodell. Den habe ich sehr geliebt. Und am Anfang hatte ich selber nicht so wirklich, also ich kam eben aus den herkömmlichen Schuhen. Meine Zehen waren auch nicht ausgedehnt. Die waren richtig über Jahrzehnte zusammengepresst. Und deshalb konnte ich am Anfang sehr gut auch Leguano-Schuhe tragen. Und ich muss sagen, Leguano-Schuhe, wenn man sich das mal anschaut von der anderen Seite, die sind eher für schmale Füße. Ja? Ihr seht also auch hier oben ist der Zehenfreiraum nicht wirklich gewährleistet, außer ihr habt Zehen, die nicht gerade stehen. Ja? Also die meisten Menschen haben eben, das könnt ihr mal beobachten, im Sommer sieht man das natürlich besser, dass die Zehen so zu Krallenzehen werden. Und das liegt daran, dass die meisten Schuhe auch viel zu kurz sind. Ja? Und ihr solltet immer darauf achten, auch bei Barfußschuhen, dass ihr auf gar keinen Fall so kleine Schuhe kauft. Ja? Und jetzt zeige ich euch noch so ein paar andere Modelle für schmale Füße. Ja, hier seht ihr jetzt die Muckischuhe, die liebe ich sehr, weil die sind aus natürlichen, nachhaltigen Materialien. Und ihr seht hier auch, das ist jetzt auch ein Frauenmodell, die gibt es auch für Männer, die sind wirklich eher für schmale Füße. Also ich habe sehr breite Füße und ich muss die hier sehr weit einstellen bei der Schnürung, dass ich hier vorne an diesen Stellen nicht rankomme. Das heißt, bei den Muckischuhe würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine Größe größer zu bestellen. Auch gerade, es gibt auch die gefütterten Winterschuhe. Achtet darauf, dass die nicht zu knapp sind. Ja, also das ist ein Modell, würde ich sagen, für mittlere bis schmale Füße. So, dann möchte ich euch einen Schuh vorstellen, den ich jetzt gerade bekommen habe von der Firma Luke Shoes. Herzlichen Dank auch fürs zur Verfügung stellen, denn die habe ich mir einfach mal angefragt bei der Firma, weil die finde ich sehr interessant. Die haben nämlich hier oben den großen Zeh bedacht. Das heißt, sie gehen davon aus, dass sich auch der große Zeh mal so nach innen ausdehnen kann. Ja? Das heißt, dass der auch wirklich zum Stützzeh wird. Und hier sieht man optimale Zehenfreiheit. Ich würde sagen, man hätte noch so ein ganz kleines Stück ranmachen können, aber die meisten Schuhmanufakturen gehen eben davon aus, dass wir doch noch irgendwie die Zehen krallen. Also normale Zehen, wenn man über längere Zeit in Barfußschuhen oder ganz barfuß unterwegs ist, dann dehnen die sich auch wirklich nach vorne aus und die werden auch wieder gerade. Und der große Zeh, der geht auch leicht dann hier so nach innen und dadurch entsteht auch wieder ein schönes Fußgewölbe. Und das kann man mal von der anderen Seite sehen. Das ist hier vorne ein optimaler Zehenraum. Und das ist fast die einzige Marke, die mir bisher begegnet ist, die das berücksichtigt. Deshalb möchte ich euch den vorstellen. Er ist jetzt aus Leder. Von innen ist er schön mit Lammfell gefüttert. Also ich finde den wirklich schön. Er fühlt sich an wie ein Socken. Und er hat auch wirklich eine schöne Sohle. Leider ist sie nicht so ganz rutschfest, habe ich festgestellt. Obwohl sie auch, wie wenige Barfußschuhe nur, auch ein gutes Profil haben. Aber ich kann ihn jetzt sehr wärmstens empfehlen für diese Jahreszeit. Verlinke ich euch unter dem Video die Firma. Und jetzt komme ich zu meinen Fried-Schuhen. Ich mag also sehr gerne die Schuhe von Fried, weil hier seht ihr auch, das ist jetzt ein Männermodell, das ist der Moody. Ich verlinke euch oben nochmal ein anderes Video über Fried.
Ich finde, Friedschuhe haben einfach ziemlich viele Vorteile, weil die haben eben auch einen wirklich guten Zehenraum. Ja? Sieht man auch so von der anderen Seite. Das Profil ist auch, das ist jetzt eher so ein Herbst- und Winterschuh, das ist der Moody. Ist auch gut gemacht. Manchmal rutsche ich ein bisschen, wenn es sich zusetzt, das Profil. Also haltet den auch immer mal wieder unter Wasser und reinigt das Profil, dass ihr dann eben nicht rutscht. Aber hier seht ihr einfach auch von der Form hier vorne, dass der optimale Zehenfreiheit hat, der Schuh. Ist allerdings nicht für schmale Füße geeignet. Bei Free könnt ihr natürlich regulieren. Die haben ein sehr schönes Schnürsystem. Auch hier die anderen Modelle. Ich nenne jetzt hier gerade nicht die Modellnamen, schaut dafür auch das andere Video an. Aber hier könnt ihr einfach auch durch diese Schnürung sehr viel regulieren. Aber das ist jetzt ein eher weiterer Schuh, den finde ich jetzt optimal zum Joggen und zum Laufen. Das ist jetzt eine Männergröße, ist eben auch hier die Zehenfreiheit gewährleistet. Interessant ist auch hier dieser Zehenschuh von Freed. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, auch ein bisschen zu trainieren, dadurch, dass die hier so abgetrennt sind vorne, dass ihr einfach trainiert, dass sich der große Zeh auch wieder optimal mehr so nach innen ausrichten kann. Und hier solltet ihr natürlich darauf achten, dass die nicht zu groß sind. Ja, also das ist eher so ein Socken. Da sollten die Zehen dann auch wirklich bis hier vorne stehen, damit ihr quasi wie mit einem Socken auch greifen könnt. Aber bei den anderen Modellen würde ich euch wirklich empfehlen, achtet darauf, dass ihr vorne nicht direkt anstoßt. Ja? Also das wird uns in Schuhläden immer wieder auch gesagt. Leider wird nicht richtig drauf geachtet, aber es sollte vorne mindestens einen Daumenbreit platt sein, wenn nicht sogar mehr. Wenn ihr jetzt warme Füße bekommt, dann werdet ihr euch ausdehnen. Ja? Dass die Zehen, der ganze Fuß wird dicker, der wird durchbluteter. Und wenn ihr jetzt im Winter Schuhe kauft, in einem Barfußschuhgeschäft beispielsweise, dann ist es so, dass sich die Zehen, wenn sie kalt sind, eben zusammenziehen. Und wenn ihr dann nach Hause kommt und ihr heizt eure Räume und probiert die Schuhe aus, dann achtet darauf, dass ihr vorne wirklich absolut genug Zehenraum habt. Es gibt noch einen anderen Schuh, den ich sehr gerne mag. Allerdings, was ich jetzt bei der Firma Philly schön finde, dass es da Schuhe gibt, die breit sind. Die haben also dieses WMS-System, das ist ein Messsystem, das habe ich auch schon erklärt in einem anderen Video. Da gibt es eben verschiedene Weiten und auch für Kinder, diese gibt es ja auch für Kinder. Ich habe jetzt hier nur Erwachsenenschuhe genommen, aber das Gleiche, was ich sage, gilt auch für die Kinderschuhe. Und ich finde den auch hier vorne ein bisschen zu abgeschnitten. Also nochmal zum Vergleich, hier diesen Schuh. Ja. Ihr seht, ihr habt viel mehr Zehenfreiheit und ihr seht einfach, hier, die passen sich alle noch so ein bisschen den herkömmlichen Schuhen an. Und das ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen so ein Aussteigermodell, muss ich sagen, für Leute, die schon länger auch unterwegs sind und die das auch verstehen. Warum hat der so eine seltsame Form? Ja, weil er ist eigentlich wirklich durchdacht, er ist ergonomisch durchdacht. Und ja, endlich mal eine Firma, die an die Füße denkt. Wobei sich alle Gedanken machen und wir merken auch, dass es Veränderungen gibt. Ja? Und ein Schuh sieht einfach nicht immer unbedingt schick aus, ja? Sondern er sollte wirklich genug Platz bieten. Und ihr könnt das natürlich ganz einfach auch ausprobieren, indem ihr euch barfuß direkt von oben auf die Schuhe stellt und einfach mal schaut, habt ihr da überhaupt genug Platz oder an welchen Stellen tritt eigentlich eure Zehen treten über. Ja? Also das ist so der Schnelltest. Den könnt ihr auch im Laden machen, zieht eure Socken aus, tretet einfach mal auf die Schuhe drauf oder nehmt den mit nach Hause und probiert es da aus. Und da seht ihr relativ schnell, passt das oder passt es nicht. Ja? Und das ist so das, was ich euch mitgeben möchte. Nicht jeder Barfußschuh ist ein Barfußschuh. Ja? Und es geht vor allen Dingen um den Zehenfreiraum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen.